Also Aufgabe 146b, ne, wir haben eine Admittanz nochmal, die hängt von einem Parameter ab. Admittanz ist 1 durch eine Impedanz. Hier werden sozusagen zwei Impedanzen addiert. Das könnte eine Reinschaltung sein von R plus J Omega L zum Beispiel oder von irgendwas plus irgendwas. Und dann habe ich hier wie einen einstellbaren Kondensator, einstellbare Spule, was auch immer. So, das wollen wir jetzt irgendwie zeichnen. Und wir könnten natürlich noch die Werte für A und B aufschreiben. Das wäre auch eine sehr gute Idee. A sind 4 Ohm und B sind minus J Omega. Okay, also das spricht ja für das, was wir gerade schon gesagt haben. Und hier ist sozusagen J Omega minus J? Minus J Omega. Minus J Omega? Muss das nicht auch irgendeinen Zahlenwert haben? Nein, das ist wahrscheinlich eine 1. Ne? Ach so. Minus. Wahrscheinlich ein Kondensator, bei dem das. Naja, aber muss das nicht auch eine Einheit Ohm haben, dann, wenn ich hier oben. Ach so, ja, großes Omega, also Ohm. Ja, okay, minus J 1 Ohm. Schreiben wir mal so: minus J mal 1 Ohm. Ich war jetzt bei kleinem Omega für Frequenz. Also 4 Ohm, minus, also dann wäre das ja minus J wäre ein Kondensator. Und naja, also dann kann das P aber nicht die Frequenz sein, weil dann müsste ich ja irgendwie 1 durch Omega haben. Aber nehmen wir das mal so hin. So, also ein Widerstand und irgendwie eine negative Reaktanz, nennen wir es mal so. Und am Ende wollen wir jetzt aber die Admittanz-Ortskurve hier haben. So, wie zeichnen wir das jetzt, wie konstruieren wir das jetzt? Genau, also wir können erstmal das hier unten machen. Das ist ja genau das Gleiche, was wir gerade schon mal gemacht haben in der Aufgabe zuvor. Das sollte uns ja nicht so wahnsinnig schwer fallen, weil das hatten wir ja gerade, ne, mit was Festem und sozusagen einem linearabhängigen Teil. Und Lösung der vorherigen Aufgabe 146a sagt uns, das sollte wieder eine Gerade sein. Und dann haben wir diese Gerade und teilen durch die Gerade, invertieren diese Gerade und dann ja, kommt wahrscheinlich raus, dadurch, dass es hier dieses absolute Glied gibt, dass das eine Gerade ist, die nicht durch den Koordinatenursprung zeigt. Und für die brauchen wir dann den zweiten Inversionssatz, der uns sagt, gerade nicht durch den Koordinatenursprung ergibt einen Kreis durch den Koordinatenursprung. Und das heißt, am Ende sollte für den Spaß hier sollte dann ein Kreis rauskommen, der irgendwie durch den Koordinatenursprung zeigt, führt, wie auch immer. Und jetzt ist ja eigentlich nur die Frage, okay, also der Kreis berührt auf jeden Fall den Koordinatenursprung, aber wo liegt der, in welche Richtung, wie groß ist der? Ja, das ist jetzt das, was wir irgendwie noch rauskonstruieren müssen. So, und jetzt nehme ich wieder für das A einfach mal orange und sage, also als Realteil, das ist jetzt hier auch gleichzeitig, soll das mal der Realteil der Impedanz sein. Und das soll der Imaginärteil der Impedanz sein. Und das heißt oder vielleicht schreibe ich das hier so dran, durch Ohm, dann spare ich mir mal die Ohm dran zu schreiben, durch Ohm. Ja? So, und dann brauchen wir hier noch, muss das hier noch ein bisschen weitergehen, 1, 2, 3, 4. Und dann wäre das A, wäre jetzt ein Zeiger, der einfach in diese Richtung zeigt. Das wäre das A. 4 Ohm. So, und jetzt brauchen wir das B. Das B ist minus 1 J. Ohm. Das zeigt nach unten, so wie wir das gerade hatten. Also wenn ich jetzt nur das B mal einzeichne, dann ist das ein Zeiger, der in die Richtung zeigt. Das ist nur das B. Und jetzt skaliere ich, stauche ich und strecke ich das B wieder mit dem Parameter P und die beiden Sachen werden addiert. Also ich muss das B nehmen und ans Ende hier dran, da wo der eine Zeiger aufhört, muss der nächste Zeiger anfangen. Und ich zeichne mal einmal das B ein, das wäre dann hier. Ja, und wenn ich das B jetzt länger mache, weil das P größer wird, also hier wäre die Stelle schon mal, wo P gleich 1 ist, und hier unten, ne, doppelt so lang, das wäre die Stelle, wo das P gleich 2 ist. Hier wäre die Stelle, wo das P gleich 0 ist. Hier oben wäre die Stelle, wo das P gleich minus 1 ist und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt diese ganzen Pfeilspitzen miteinander verbinde, dann kommt die Ortskurve raus und die sollte, da nehme ich jetzt nicht
blau, sondern wieder eine andere Farbe. Also für die Addition von den beiden sollte in grün jetzt genau das rauskommen. Diese Ortskurve. Ein Realteil und ein sich ändernder Imaginärteil. Und wenn man das jetzt noch so dran schreibt, dran schreiben möchte, das haben wir jetzt bei der Aufgabe vorher nicht gemacht, aber das P wächst in diese Richtung. Ja, also mit wachsendem P laufe ich in diese Richtung. So, und dann kann man sich jetzt überlegen, naja, ob das ja bei der Aufgabe jetzt schon tatsächlich irgendwie so der Fall ist, vielleicht schon, vielleicht nicht. Also immer dann, wenn es um Impedanzen geht und Admittanzen geht und die irgendwie eine sinnvolle physikalische Bedeutung haben sollen, dann brauche ich immer nur die rechte Halbebene, immer nur den ersten und vierten Quadranten von dieser gaußschen Zahlenebene, weil der Realteil von einer Impedanz ist ja immer sowas wie so ein Wirkwiderstand. Der Realteil von einer Admittanz ist immer sowas wie so ein Wirkleitwert. Und die müssen immer positiv sein. Die können nicht negativ sein, das wäre physikalisch nicht so sinnvoll. Okay, also für den Nenner in diesem Bruch, für die, ich schreibe mir mal nochmal ganz offensiv dran, das wäre jetzt Z von P. Und da kann ich aber hier noch irgendwie dran schreiben, ne? Das wäre jetzt Z von P. Haben wir diese Ortskurve ausgerechnet. So, und jetzt kommt diese Inversion. 1 durch Z, 1 durch die Impedanz ergibt die Admittanz. Und wir gucken scharf da drauf, das ist eine Gerade, die nicht durch den Koordinatenursprung läuft, weil der wäre ja hier. Und zweiter Inversionssatz sagt, gerade nicht durch Koordinatenursprung ergibt ein Kreis durch den Koordinatenursprung. So, also irgendwie muss jetzt ein Kreis rauskommen, der... Also wenn ich jetzt hier für das Y anfange, also das Y muss auf jeden Fall schon mal hier liegen. So. Ein Halbkreis, der nach unten, quasi also unterhalb der Realachse verläuft und bei dem Schnittpunkt von A und der Geraden beginnt. Ja, so. Also jetzt können wir uns noch ein bisschen überlegen, warum kommt hier dieser Punkt raus? Oder warum läuft der Kreis auf jeden Fall durch den Koordinatenursprung? Das, was hier ja so hinter dieser Inversion steckt, vielleicht schreibe ich das nochmal hier so hin, ja? Also ich kann ja das Z auch aufschreiben als Z-Betrag mal E hoch J Phi Z. Ja, und das ergibt mir, da soll ein Y rauskommen und das Y ist auch E hoch, also Y-Betrag mal E hoch J Phi Y. So, und wenn ich das jetzt mal auflöse. Minus, oder? Nö. Der Winkel wird doch invertiert. Nö, das kommt ja gleich noch. Das Minus schange ich hier gleich noch mit rein. Also wenn ich das jetzt mal diesen Bruch hier auflöse. Ich habe jetzt hier einfach nur gesagt. Also nur das, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe eine Admittanz. Und die Admittanz ist eine komplexe Zahl. Und die komplexe Zahl kann ich schreiben als Betrag der komplexen Zahl mal E hoch J ein Phasenwinkel. Und das hier ist auch eine komplexe Zahl und die komplexe Zahl kann ich auch schreiben als Betrag der komplexen Zahl mal E hoch J Phi Phasenwinkel. Und wenn ich jetzt mal diesen Bruch ausrechne, deswegen war das ja total schlau, das hier in Betrags- und in der Exponentialform zu schreiben, also dann kann ich ja sagen 1 durch Z, ja, und Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert. Also wird daraus E hoch minus J Phi Z. So, und jetzt kann ich hier so einen Koeffizientenvergleich machen und kann sagen, ich nehme mal noch mal ein paar andere Farben, die hier noch nicht so auf der Tafel präsent sind, dass hier vorne der Betrag, der muss ja genauso groß sein wie der Betrag hier. Und dieser Phasenwinkel, der muss ja genauso groß sein wie der Phasenwinkel hier, also mit dem Minus J Phi Z. Ne? Aber ich hätte auch einfach das J vielleicht mit dazu nehmen sollen, egal. Ne? Also der Betrag wird bei der Inversion zu 1 durch den Betrag. Und das heißt immer, wenn ich durch was Kleines teile, wird das groß. Wenn ich durch was Großes teile, wird das klein. Wenn ich durch 1 teile, bleibt es 1. Und das ist die Betragsinversion und die Winkelinversion sagt einfach,
Winkel wird invertiert, Winkel wird negativ. Wenn ich vorher einen positiven Winkel habe, wird das zu einem negativen Winkel. Wenn ich vorher einen negativen Winkel habe, wird das zu einem positiven Winkel. Wenn ich einen Winkel 0 habe, bleibt ja ein Winkel 0. Wenn ich minus 90 Grad habe, der zu plus 90 Grad und so weiter. So, und jetzt, also jetzt gibt es im Prinzip so mehrere Varianten, das zu machen. Und am Ende müssen die aber alle auf das gleiche Ergebnis führen. Und ja, also fangen wir vielleicht sozusagen mit der einfacheren und irgendwie sinnvolleren Variante an, und dann können wir gucken, ob das mit der zweiten Variante auch funktioniert. Also, gerade nicht durch den Koordinatenursprung sagt uns, da muss ein Kreis rauskommen, der durch den Koordinatenursprung läuft. Ja, so. Und jetzt ist ja nur die Frage, also wenn der Kreis schon mal hier ist, ein Kreis ist ja dann im Prinzip definiert durch zwei Punkte. Also wenn ich den einen Punkt vom Kreis weiß und den anderen Punkt vom Kreis weiß oder den Mittelpunkt weiß oder irgendwie so zwei Endpunkte weiß, dann weiß ich, wo der Kreis liegt. Und ich meine, der Punkt kommt eben daher, weil hier nach oben gehe ich ja gegen plus unendlich. Ja, da wird es sehr groß. Wenn ich sehr groß invertiere, wird es sehr klein. Und wenn ich mit einem positiven Winkel hier hochlaufe, dann komme ich hier unten mit einem positiven Winkel an. Also das, wo hier oben, ja, das ist ja die Richtung, wo das P gegen minus unendlich läuft. Ja, hier unten wird das P größer, hier läuft das P gegen minus unendlich. Dann komme ich bei der invertierten Ortskurve, komme ich hier an. Hier ist die Richtung, wo das, kein Platz, das dran zu schreiben, hier ist das, wo das P gegen minus unendlich läuft. Ne? Hier wird das sehr groß, der Winkel geht gegen 90 Grad, hier wird das sehr klein, der Winkel geht gegen minus 90 Grad. So, und hier unten in die andere Richtung ist das genauso. Ne? Also hier wird das P immer größer und hier unten geht das P gegen plus unendlich. Und Betrag wird sehr groß, Betrag invertiert wird sehr klein. Also ich laufe gegen den Koordinatenursprung und hier gehe ich gegen minus 90 Grad, dann komme ich sozusagen hier mit plus 90 Grad an. Und deswegen sieht die andere Hälfte von dem Kreis sieht so aus, das ist die Stelle, wo das P gegen, hier fehlt noch ein Minus. Praktisch, wenn man Pflaster am Daumen hat, kann man mit Tafel wischen. So, hier geht das P gegen plus unendlich. So, und also die Punkte, die ergeben uns den Punkt. Und der andere, also das ist ja der, wo der Betrag sehr groß wird. Großer Betrag bei der Impedanz ergibt kleinen Betrag bei der Admittanz. Und was uns jetzt eben interessiert, um den Kreis zu definieren, ist, was ist denn der größte Teil, der größte Betrag der Admittanz? Und der ergibt sich aus dem kleinsten Betrag der Impedanz, und das ist hier diese Stelle. Hier habe ich ja den kleinsten Abstand zum Koordinatenursprung. Hier wird der Abstand größer und hier wird der Abstand größer. Hier ist der kleinste Abstand. So. Und 1 durch das kleinste ergibt hier das größte. Und das kleinste hier hat ja einen Phasenwinkel von 0. Wenn ich den Phasenwinkel von 0 invertiere, bleibt das bei einem Phasenwinkel von 0. So, also der größte Punkt von dem Kreis, der liegt auch irgendwo hier. Und jetzt kann ich den natürlich, wenn ich will, kann ich den auch hier an diese gleiche Stelle reinpacken. Ja, ja, also machen wir mal so. Müssen wir jetzt gleich mal über die Skalierung nachdenken. Aber im Grunde passt das. Und dann kann ich mir sagen, okay, dann hat der Kreis einen Durchmesser von 4. Dann hat der sozusagen einen Radius von 2 jetzt einfach in Einheiten. Und das heißt, der müsste hier ungefähr so hoch gehen und hier ungefähr so runter gehen. Und naja, dann kann ich versuchen, jetzt hier irgendwie so einen Kreis einzuzeichnen, und dann ist mir das einigermaßen gelungen. Ja, so, also das wäre jetzt die, können wir schon mal irgendwie reinschreiben, das wäre jetzt eigentlich schon das, was wir suchen, und uneigentlich auch, das wäre die Ortskurve der Admittanz in Abhängigkeit von dem Parameter P. Jetzt müssen wir noch so ein bisschen Sachen dran tragen, also hier war ja das P gegen minus unendlich, das heißt, das P wächst in diese Richtung, von minus unendlich bis plus unendlich. Hier ist das P, hier ist auch die Stelle, wo das P genau 0 ist, ja, hier an diesem Punkt. Und dann können wir uns überlegen,
Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Winkelmesser hat, ja, und hier diesen Winkel misst, wo das P gleich 1 ist, dann kommt da irgendwie dieser Winkel bei raus. Und wenn ich jetzt den Winkel invertiere, also einfach den Winkel runterklappe, und eigentlich kann ich natürlich genau auf diese Stelle hier peilen, dann müsste das sozusagen, also ich versuche mal hier so eine ganz dünne Linie anzutragen. Also die Stelle hier müsste die sein, wo das P gleich minus 1 ist. Und wenn ich hier auf das, P gleich 2 peile, also wenn man ein Lineal hat, geht das alles viel einfacher. Ne? Dann müsste das die Stelle sein, wo das P genau gleich minus 2 ist. Und wenn ich jetzt hier die Achse noch ein bisschen weiter baue, dann ist das die Stelle, wo das P gleich minus 3 ist. Und das hier ist die Stelle, wo das P gleich minus 4 ist. Von hier oben sieht die gerade eher wie eine Kurve aus. Ja, und hier oben kann ich das jetzt genauso machen. Also wenn ich das hier so mache, hier so zeichne eine Linie hier hoch. Hier ist das P gleich 2, P gleich 3, P gleich 4. Dann kann ich diese Parameterteilung hier genauso übertragen. Also dann wäre hier die Stelle, wo das P gleich plus 1 ist, wo das P gleich plus 2 ist, wo das P gleich 3 ist, wo das P gleich 4 ist und so weiter und so fort. Ja, und das, was eben hier eine plus 45 Grad Frequenz, was auch immer der plus 45 Grad Parameter ist, der ist eben dann hier unten der minus 45 Grad Parameter. Und das, was hier der minus 45 Grad Parameter ist, ergibt hier oben den plus 45 Grad Parameter und so Sachen. Ja, und ich meine, das ist das, was wir also vorhin schon mal diskutiert haben, so ein bisschen, also Ortskurven sind immer gut, um so ein generelles Verhalten von irgendwie einer Schaltung abzulesen oder um grafisch so ein bisschen was daraus abzulesen, was da so passiert. Ja, oder um sowas eben so wie Resonanzen zu bestimmen, Minima und Maxima zu bestimmen. Also wenn mich zum Beispiel interessiert, ja, wo hat denn diese Admittanz-Ortskurve, ja, wo hat die denn den größten Imaginärteil zum Beispiel? Oder den kleinsten Imaginärteil? Dann ist das an dem Kreis total einfach abzulesen. Das ist hier oben an dem Kreis, das ist da unten an dem Kreis. Und wenn das oben und unten an dem Kreis ist, muss das da sein, wo 45 Grad sind. Und wenn das sozusagen für das 45 Grad hat, dann muss das hier auch das für 45 Grad sein. Dann muss das immer genau da sein, wo hier der Realteil und der Imaginärteil gleich groß sind an der Stelle. Ja? Und das würde ich zum Beispiel ansonsten aus dieser Gleichung irgendwie ziemlich schwierig raus. Also kriege ich natürlich mit Rechnen auch raus. Wenn mich interessieren würde, wann wird da zum Beispiel der Imaginärteil maximal. Ja, also für sowas ist das total gut. Das ist dann auch klein Omega am größten, oder? Genau, und ich meine, und dann wäre der Parameter wahrscheinlich eine Kreisfrequenz zum Beispiel. Ja, ist es ja jetzt nicht so wirklich. Ist jetzt irgendein Parameter P, weil ich vielleicht einen einstellbaren Kondensator habe oder sowas. Ja, das, also wie gesagt, das wäre jetzt ja hier eher kapazitiv, und wenn ich die Kapazität ändere, ohne die Frequenz zu ändern, weil eigentlich müsste hier eine 1 durch Omega-Abhängigkeit stehen. Also das wäre jetzt sowas wie die Ortskurve, die Admittanz-Ortskurve einer Schaltung, wo ich den Kondensator einstellen kann. Ja, und dann sollte eigentlich natürlich das P immer nur positiv sein. Also die Kurve sollte nur hier runter zeigen. Und dann würde sich aus einer Halbgeraden auch nur ein Halbkreis ergeben. Jetzt haben wir eine ganze Gerade, deswegen kommt ein ganzer Kreis raus. Wenn ich nur eine Halbgerade habe, kommt auch nur ein Halbkreis raus. So, wir müssen gleich nochmal auf diese Skalierung schauen. Ich meine, ansonsten, was man aus solcher Ortskurve
der Impedanz oder der Admittanz eben auch gut ablesen kann, nicht nur so Minima und Maxima und wo wird irgendwas, wo hat irgendwas einen Extremwert, sondern auch, wie verhält sich generell so eine Schaltung. Ja, weil, also wenn das jetzt eine Impedanzortskurve ist, ein Z, Realteil von Z, Imaginärteil von Z, dann ist das ja Widerstand, ohmscher Anteil. Und wenn die Impedanz einen positiven Imaginärteil hat, die Impedanz, heißt das induktives Verhalten. Wenn die Impedanz, so wie hier, negativen Imaginärteil hat, heißt das kapazitives Verhalten. Also bezogen auf eine Impedanz, ja, wenn die Ortskurve irgendwie hier liegt oder irgendwie hier diese Gerade schneidet, ist die Schaltung rein ohmsch. Hier wäre die Schaltung rein induktiv, hier wäre die Schaltung rein kapazitiv, hier dazwischen wäre sie irgendwie ohmsch induktiv, hier wäre sie ohmsch kapazitiv. Ja, und bei Admittanzen ist das genau andersrum. Also bei Admittanzen wäre auch, hier wäre es rein ohmsch, hier wäre es rein kapazitiv, hier wäre es rein induktiv, hier wäre es ohmsch induktiv, hier wäre es ohmsch kapazitiv. Da haben einfach Induktivität und Kapazität die Position getauscht. So, und was jetzt noch nicht so richtig gut passt, also das, ne, ich habe ja vorhin auch mal angeschrieben, also das ist Realteil von Z in Ohm. Ich müsste jetzt natürlich auch mal noch reinschreiben, wie ist denn das jetzt mit der Admittanz? Und die Admittanz muss natürlich auf jeden Fall in Siemens sein. Das müsste dann auch der Imaginärteil der Admittanz sein durch Siemens. So, naja, und wollen wir jetzt mal hier gucken. Also hier hatten wir ja 4 Ohm. Wenn ich jetzt hier 4 Ohm einsetze, 1 durch 4 Ohm ergibt ein Viertel Siemens, ergibt 0,25 Siemens. Also das, was wir hier eingezeichnet haben, ist eigentlich 0,25 Siemens. Also nur ein Viertel oder eben 0,25, das ist jetzt ja aber auch 4 Größenordnungen lang. Also damit das passt, müsste ich eigentlich meines Erachtens hinschreiben 16. oder 1 durch 16 Siemens. Ist das jetzt richtig? Oder muss ich mal 16 rechnen? Mit den Maßstäben ist das immer so eine Sache, mal oder geteilt. Also ich schreibe mir das im Zweifel auch immer lieber so als Zahlenwert dran, weil es dann irgendwie klarer ist. Nee, ich glaube, die 16 muss da drüber stehen. Ne? Ich brauche einen trockenen Schwamm. Und dann können wir noch mal kurz darüber nachdenken, warum die 16 über dem Bruchstrich stehen muss. Also ich nehme jetzt den Wert, so wie er hier steht. Und das ist sozusagen das, was hier dargestellt ist. Und wenn ich jetzt meine echte Admittanz nehme, also die Admittanz hier an diesem Punkt, vielleicht schauen wir die mal nochmal konkret dran, ja, die Admittanz hier an diesem Punkt, dass y an der Stelle p für den Parameter p gleich 0 ist ein Viertel Siemens. So, wenn ich jetzt das hier einsetze, ja, ein Viertel Siemens, durch Siemens teile, ist es ein Viertel. Ich habe es ja aber nicht als ein Viertel gezeichnet, sondern ich habe es viermal so groß und nochmal viermal so groß gezeichnet. Deswegen muss hier die 16 muss hier vorstehen. Oder ich müsste sozusagen durch 16 schreiben und das ergibt ein 16 über dem Bruchstrich. Also hier muss auch eine 16 davor stehen. Also die Admittanzortskurve, die wäre eigentlich viel kleiner und ich habe die jetzt 16 mal so groß gezeichnet. So ist es, glaube ich, sinnvoll und so ist es vernünftig in der Erklärung. Ja, und deshalb also kann man sich immer überlegen, ob man das jetzt so wie hier komplett ohne Einheiten zeichnet und die Einheit irgendwo in der Achsenskalierung verwurschtelt oder ob man das einfach so einzeichnet und eben überall dran schreibt, das sind hier 4 Ohm, aber an der Stelle habe ich 4 Ohm, aber auch gleichzeitig ein Viertel Siemens. Also ich habe für die Impedanz und für die Admittanz eine unterschiedliche Achse. Letztendlich habe ich das Problem auch nur, wenn ich das beides in eine
in eine komplexe Zahlenebene einzeichnen. Also bei manchen Aufgaben, gerade wenn es so um Impedanzen und Admittanzen geht, ist es manchmal sinnvoller, einfach zwei halbe komplexe Zahlenebenen zu zeichnen. In die eine die Impedanz einzuzeichnen, in die andere die Admittanz einzuzeichnen. Gerade wenn es dann noch mehrere Ortskurven gibt und man zwischen den beiden hin und her wechselt. Ja. Aber also da gibt es tausend Wege und Möglichkeiten, das zu machen. Wenn man es für sich selbst macht, Hauptsache man hat selber verstanden, was man am Ende macht. Wenn man es in einer Prüfung macht, wäre natürlich nicht schlecht, wenn der Prüfer oder die Prüferin es auch ansatzweise versteht, was man da so produziert hat. Ja, und also was bei vielen solchen Ortskurvenaufgaben, sage ich jetzt mal so, ist, wenn ich mich so an die Klausurkontrollphasen erinnere, ja, dass Leute im Prinzip ein so großes Blatt haben, jetzt übertrieben dargestellt, und irgendwo in die untere linke Ecke oder so eine ganz kleine Ortskurve einzeichnen. Also man kann die ruhig groß zeichnen. Ja? Da ist viel Platz auf dem Papier und dann muss man nicht da so einen ganz kleinen Kreis zeichnen und da. Ungenauigkeiten halt auch erkennbar, wenn man es so klein macht, dann kann das halt alles sein. Dann ist das wahrscheinlich richtig. Lässt mehr Raum für Interpretation. Das lässt ja mehr Raum für Interpretation, das könnte sein, ja. Ja, und nicht, also das ist auch manchmal eben vorher so ein bisschen schwierig abzusehen, wie groß muss man was zeichnen, damit das irgendwie vernünftig aussieht. Das ist ja bei so Zeigerbildaufgaben auch immer ein bisschen so die Schwierigkeit. Deswegen, wenn man da was quantitativ zeichnen soll, also tatsächlich mit Zahlenwerten, dann wird da in vielen Fällen auch ein Maßstab dastehen, um das zu machen. Ja, und wenn man das qualitativ zeichnen soll, naja, dann muss man sich das eben irgendwie überlegen, wie man das selber am geschicktesten macht. So, gibt es noch Fragen zu dieser Aufgabe? Ja. Hier oben steht natürlich Minus unendlich. Das habe ich vorhin bestimmt gesagt, aber nicht geschrieben. Also hier muss logischerweise ein Minus unendlich stehen, weil hier ist ja auch, wo das P minus 2 ist und wo das P gleich minus 3 ist und so weiter. Ja, also wenn das B eben nach unten zeigt, dann muss das ja nach minus unendlich gehen, um nach oben zu zeigen.